So, wir haben einen Assel, einen Wasserläufer, Kokosnüsse, einen Fisch, jede Menge von diesen Kirschen, Orangen, der komische Rosenkäfer. Kann man die Dinger... Ach, weg mit den Lieben. Ja, wobei, ich behalte sie mal. Vielleicht brauchen wir sie ja doch noch irgendwie. Hier. Gönnt euch. Ja. 15.000. Okay. Wenn ich jetzt aus dem Laden hier wieder rausgehe, ne? Bleiben die Sachen dann drin oder wechseln die immer, sobald man den Laden betritt? Wechselt einmal pro Tag. Okay. Das ist Schwarta. Das ist Schwarta, Alter. Vielen, vielen Dank für deine, für deinen Resub. Das ist Schwarta, Alter. Bester Nick. Oh, 1000 Noob-Meilen. Geil. Nehme ich. Gib. I take them all. Was hast du Kreative gesucht? Ja, aber Vorschläge zur Gestaltung der Flagge und der Melodie unserer Insel präsentieren. Gute Ideen werden mit Meilen belohnt. Oh, okay. Okay. Und da haben wir nichts, ne? Ah, okay, gut. Na, dann nicht. Freunde, ich komme gleich wieder. Ja, ich komme gleich wieder. Mann, Kopf zu. Ding dong. Muss kurz auf die Bank. Wird wohl nichts mit Kreditrückzahlung. Wobei ich würde gerne den Kredit, dass wir den jetzt dann relativ bald fertig haben. Quatsch mich doch nicht immer an, wenn ich hier reinkomme. Ich möchte an den Bankautomat. Ich möchte von dir keinen Kurs haben. Was kostet der? 30 Millionen Sternis oder was? Lass mich in Ruhe. Ich habe noch den scheiß Automaten hier gehen. Meine Güte. Soll mich in Ruhe lassen, der Kerl. Auszahlung. Wir brauchen euch. Nehmen wir 5000, nehmen wir nochmal runter hier. So. Sehr gut. Ich war mal wieder wandern und war gerade nicht gerade langsam unterwegs und plötzlich haben mich eine Gruppe Rentner überholt. Junge, waren die schnell. Oh, ja, diese Rentner kenne ich. Das sind diese Rentner, wo man sich richtig schlecht fühlt dann, ne? Wir haben bei uns hier hinten im Wald auch einen Opa, der geht immer joggen mit so einer etwas jüngeren Dame. Keine Ahnung, ist vielleicht 30 oder so und er ist 83. Er ist 83, hat super, super Kondition, der joggt da durch den Wald, dass die blonde Dame nebendran schon voll fertig ist. Ich weiß nicht, ob das die Enkelin ist oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die schon voll fertig, ja, die so... Und er so... voll easy, weißt du, und ich sitze da und denke mir so... Weißt du, ich gehe 10 Minuten Gassi und bin einfach komplett am Arsch. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Also in dem Alter, 83, Respekt. Wirklich, fetten Respekt geht da auf jeden Fall raus. Das ist schon krass. So, ja, das hätte ich gerne. Ja. Vielleicht trainiert er so. Ja, das kann schon sein. Das kann schon sein, dass er die trainiert. Das kann ich mir gut vorstellen. Was habe ich da jetzt gerade gekauft? Für was kann ich das nehmen? Ist das für einen Garten? Lord Tiska, danke schön für 24 Monate. 2 Jahre dabei. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Liebe geht raus. Dankeschön. Gewürzgurken, Wasserlimo. Ja, das, genau das ist er. Genau das ist Tom Nook. Einfach und schnell erklärt. Ist einfach so. Das kommt genau hin. Fitras, ich danke dir vielmals für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, Freunde. Ach nee, das Surfbrett brauchen wir nicht, oder? Was ist das hier? Das ist ein Metallkanister. Der Preis beträgt 600 Sternis. Nö. Brauche ich nicht. Ja, ich sag Bescheid. Oh, was ist denn das hier? Guck mal, was haben wir denn hier Schönes? Interesse an Artikeln im Regal? Hier ist unser heutiges Sortiment. Viel Spaß beim Stöbern. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal, eine Kinderangel. Kinderkescher. Warum? Warum gibt es hier jetzt Kindersachen?
Medizin haben wir hier noch. Nadelbaumsetzling. Setzling? Ich habe das mit dem Dings immer noch nicht verstanden, ne? Ich habe das bis heute... Stoppuhr. Ich habe das bis heute mit den Rüben nicht verstanden, ne? Kann man die Rüben denn nicht selber anpflanzen? Geht leider nicht. Und warum sind immer alle so geil auf Rüben? Warum und wo kriege ich die her? Das verstehe ich nicht. Achso, warte mal, ich bin falsch gelaufen. Die kannst du Sonntagmittag bei Jorna kaufen. Die Rüben musst du Sonntag bis 12 Uhr. Bis 12 Uhr mittags, oder was? Boah, das ist aber kritisch, ne? So, das bin ich nie um 12 Uhr wach. Und diese Jorna, die kommt bei mir, kommt die bei mir auf die Insel hin oder muss ich die suchen? Ach so. Die ist auf deiner Insel und läuft da rum. Ah, okay, okay, okay. Okay. Ja, muss ich mal gucken. Ansonsten drücke ich Alina einfach die Switch in die Hand. Kauf mal Rüben! So. Haben wir den hier. Gartenwasserhahn, Zypressenbad, Sonnenliege. Wo ist denn mein... Wo ist denn jetzt die Krone? Ich habe die doch gekauft, oder? Wo sind die? Musst du dann aber ständig auf die Verkaufspreise schauen? Da muss man viel online sein. Ah, okay, ja gut. Ach, kommt per Post, okay. Hallo. Ich grüße dich und willkommen in meinem kleinen Lädchen. Gerd. Er heißt Gerd. Würdest du mir wohl deinen Namen verraten? Hi. Hübscher Name. Ja, ja, ja. Ich heiße übrigens Gerd. Hat man von Nepien einen Laden eröffnet. Da wollte ich mal. Nepp hat mir erzählt, dass diese Insel vor deiner Ankunft verlassen war. Wie aufregend. Du musst sicher einmal jede Menge Unkraut jäten. Nun wartet die Insel bloß darauf, von dir behagt und wunderhübsch gestaltet zu werden. Ich möchte dir mit meinen seltenen Blumensamen und Büschen helfen, ein kleines Paradies zu schaffen. Wenn man das eigene Heim angeordnet hat, sieht man mit Büschen am besten Effekt und gibt man sich mit diesen wunderschönen Ziergewächsen, macht man auf keinen Fall was falsch. Übrigens habe ich gerade einen wunderschönen Busch im Angebot. Die Hortensie. Oh, okay. Hat sie gerade Blütezeit, also meine vorne brachte sofort genießen. Nun denn, es war eine Freude, dich kennengelernt zu haben. Achso, muss ich in den Laden gehen, oder was hier? Gerd? Ah, ich möchte einkaufen. Fintras, dankeschön für deinen neuen Prime-Sub. Habe ich mich da schon bedankt für? Ich weiß es gerade gar nicht. Semi Samson, dankeschön für deinen neuen Prime-Sub ebenfalls. Hallo und herzlich willkommen. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Abendhortensiensetzling und ein Seehortensiensetzling. Und ein Stechpalmensetzling. Okay, okay. Weißanemone. Gelb irgendwas. Rot Cosmea. Okay, wollen wir von diesen Hortensien vielleicht mal welche kaufen? Toll, ich kann immer nur... Ich kann 5 oder 1 kaufen. Was ist das denn? Dann nehmen wir von allem 1. Toll. Ist doch scheiße. Ja, ich möchte aber nur einen haben, bitte. Am liebsten wären wir ja 2 gewesen, aber einer ist auch okay. Dann machen wir einfach so einen Hortensienbusch. Hortensienbüsche. Nee, nee, nee. Die da nehme ich noch und dann passt das. Ja, 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 ja. Möchtest du sein? Ja, einen bitte. Danke. Danke. Ja, 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 ja. Gerd, bitte.
Wir brauchen ein paar Tage zu wachsen. Ja, alles gut. Tugan, nein. Falls du Interesse an der Meinung. Ja, tschüss. Okay, ich bringe mal den ganzen Stuff, den wir jetzt gekauft haben, hier bei uns zu Hause in die Lager rein. Wo ist die Haus? Da hängt noch ein Käfer. Guck mal, da hängt ein Käfer. Mitten am Baum. Käfer. Was fliegt denn da? Ja, warte, da ist gerade was geflogen. La. Haben wir es zwar schon, aber ich nehme noch einen. Eine Nasenschrecke. Yay! Die finde ich cool. Die Nasenschrecke finde ich mega cool. Muss ich ehrlich gesagt zugestehen. Die feiere ich sehr. Die Nasenschrecke. Marmeladenpupsi, ich schreibe jetzt nochmal meine Rübenpreise bei 534 Sternis. Falls jemand später vorbeikommen möchte, gerne PPN. Also kann man eine Rübe dann für 534 Sternis verkaufen? Ernsthaft jetzt? Okay. Wow. Und für wie viel hast du die dann eingekauft? Also, und was kosten die so im Durchschnitt, wenn du die kaufst? Okay, ich pack das mal alles ins Lager hier rein. 90 bis 110. Oh, okay. Das ist doch aber ein guter Gewinn dann, ne? Also ich packe jetzt mal den ganzen Kram hier ins Lager. Und wir werden dann auch bald, sobald wir halt den Kredit abgestottert haben, können wir ein bisschen anfangen, das Haus auszubauen. Problem ist, wir brauchen dann ja auch wieder Geld. Dies ist das Problem. Das heißt, wir müssen sammeln. Sammeln. Aber so ein hoher Preis ist selten. Okay. Ich habe dadurch heute 1,8 Millionen Sternis verdient. Okay. Wow. Zisch. Ich muss an die Werkbank. Beziehungsweise halt, ich muss, ich brauche Stöcker. Fliegt einfach so eine Donti-Oder aus dem Baum. Gibt's ja gar nicht. Krass. Nehm ich. Toxi, ja. Oh ja, aber was macht man da am besten? Am liebsten würde ich ja dieses Meme nehmen, ne? Am liebsten würde ich dieses Meme nehmen, dieser Typ, wenn ihr Zysch googelt. Ein Kapap-Emote, ja, ich weiß ja nicht, was, einfach nur schreiben ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde halt immer die, ich finde die Emotes immer geil, wo man halt auch was sieht. Weißt? Die Krone ist noch nicht da gewesen, glaube ich, ne? So, sammeln wir hier mal noch ein bisschen was. Da ist noch was. Ragnarok, danke schön für 10 Monate. Vielen, vielen Dank. Was mache ich denn? Danke schön für 10 Monate. Vielen, vielen Dank. Du hast doch das Kappa-Gesicht geübt, was wolltest du doch nehmen? Ja, ein Kappa-Smiley wäre schon cool. Ja, das stimmt schon. Ja, mal gucken. Wenn ich Zysch google, wird das bei mir als Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz angezeigt. Ja, du musst Meme dahinter eingeben. Schön. Hey. Aber ich weiß ja nicht, ob ich das einfach nehmen darf, ne? Das ist halt auch das Ding. Oh, da hängt wieder so ein komischer Japan-Rosenkäfer. Sammelt das Unkraut und verkauft es bei Gerd. Nimmt er das? Oh ja, stimmt. Der hat ja nach Unkraut gefragt, ne? Stimmt.
Wie wär's mit einem Keckweh? Was ist denn Keckweh? Nein! Verkackt. Du kennst Keckweh nicht? Nee, kenn ich nicht. Nein! Oh, ist weggeflogen. Ist eine klasse Meme. Ach, oder ist das der Typ, der, ist das dieser Opa, der so lacht? Dem hier vorne so ein paar Zähne fehlen? Ah, okay. Doch, den kenne ich. Da gibt's da nicht bei Beta Twitch TV Dingens da gibt's doch auch so eins, wo er so rote Augen hat, so macht, ne? Ist das das? Ja, ne? Ah, okay. Ja, das feiere ich immer sehr, muss ich sagen. Das kannst du nicht essen. Lass das. Der wird verkauft. Oh, ich wollte ihn gerade essen. Mal weg. Okay, ja, der ist natürlich mega, das stimmt schon. Der ist cool. IQ, und das ist ja unheimlich. Warum machen die denn? Warum nehmen die mein Gesicht für dieses Emote? Was soll das? Die haben nicht mal gefragt. Eigentlich könnte ich doch das Gesicht von meinem Vermieter nehmen als Thumbnail, oder? Als Emote. Der hat doch allgemein mit Datenschutz im Internet, hat er doch keine Probleme scheinbar. Sollte doch gehen, oder? Ich wäre echt der Hammer, in Züsch zu wohnen. Ja, das stimmt. So, wir gehen mal da drüben. Wobei ist das Inventar fast voll, ja, ne? Ach, ja, okay. Ich würde gerne mein Inventar upgraden. Und das sehr bald. Gerd. Hau mal. Ich hab da was. Ich möchte einkaufen. Unkraut. Hier, guck mal. Ja, möchte ich. Ich kenne das Dilemma. Eigentlich möchte man etwas einpflanzen, dann ruft man schon lange. Guck mal, wie der. Warte mal. Egal. Ah, das Gärtner soll ja Freude bereiten, Tobi. Dabei und jetzt an den Augen oder Preis abzukaufen. Entscheidest du dich direkt, verdopple ich sogar den Betrag, den Nepp und Schlepp dir zahlen würden. Oh, jetzt geht Konkurrenzkampf los hier. Perfektes Leben. Du hast bestimmt noch ein Unboxing-Thumbnail, was man das vielleicht als Cup-Up-Emote benutzen könnte. Das könnte gut sein. Bei den Unboxing-Thumbnails gebe ich mir auch immer besonders viel Mühe, die beschissensten Posen von mir rauszusuchen. Das ist manchmal sehr anstrengend. Da gehe ich immer Frame für Frame durch. Ja. Alter, für Unkraut. Pff, krass. Für fucking Unkraut bezahlt der so viel. Bester Geschäftsmann. Akagi-sama, bin ich wieder da, guten Tag wünschen. Dankeschön. Dir natürlich auch. Vielen Dank. Bester Geschäftsmann. Zahlt Milliarden für Unkraut. Was macht der wohl damit? Steht jeden Tag ein Blöder auf. Heute heißt er wohl Gerd. hi. Beam. Verkaufen.
Nasenschrecke, Nasenschrecke, Schnecke, Nasenschrecke, nee, Heukäfer, Rosenkäfer, Rosenkäfer, Kirschen, Käfer, Schnecke, Penisse. Ich verkauf alles. Oh, 5000, das ist in Ordnung. Das 2K Unboxing Thumbnail könnte eins werden. Okay, 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 2K Unboxing Thumbnail. Habe ich einen Stift hier? Das, du kennst mich doch. Warte mal, was hat Toxi vorhin gesagt? Wir brauchen ein Züsch Thumbnail, ne? Mal Stifte. Hier, Alina hat mich doch hier versorgt mit allem möglichen Kram. Stifte. Ich habe eine ganze Büroausstattung da unten in der Schublade. Ich werde es wahrscheinlich nie gebrauchen. Da ist Schere, Klebepapier, Tippex, Stifte, Kulis, Spitzer, Spitzer für Bleistift, Spitzer für Malstift. Okay, pass auf. Was ist das denn? Hauptsache ist es da, falls du es mal brauchst. Ja, natürlich, natürlich. Okay, also pass auf. 2K Unboxing hast du gesagt. 2K Unboxing Pap. Und ein Züsch. Emote. Wenn du jetzt noch schreiben könntest. Es fällt mir echt immer schwerer, muss ich sagen. Also jetzt nicht das Schreiben an sich so, sondern aber so zu schreiben oder es so hinzubekommen, dass es einigermaßen leserlich ist für Leute, die ja, meine Schrift nicht kennen, ist das sehr, sehr schwierig mittlerweile. Ach so, einen Karton wollten wir noch haben. Ja, für die Leute ist das, für die Leute ist das echt, also es ist nicht mehr so einfach. Früher, als ich noch in der Schule oder so war, da ging das, ne? Die zweimal in 3 Wochen, wo ich in der Schule war, da habe ich mir das Schreiben noch nicht abgewöhnt gehabt, aber mittlerweile schreibt man so viel mit dem Computer, schreibt man so viel mit dem Computer, dass das echt krass ist mittlerweile. Oh. Trinity, danke schön für dein Geschenk, Sub. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Du bist aus der Übung. Ja, genau, genau. Das ist echt krass. Oh, halt, bevor wir das jetzt machen, wir brauchen noch eine irgendwas ist kaputt gegangen vorhin. Ja, Trinity, dankeschön, vielen, vielen Dank. Was ist denn hier kaputt gegangen? Unsere Steinaxt, glaube ich. Herstellen. Wie viel Einwohner hast du eigentlich, Tobi? Ich habe keine Ahnung. Die sind halt einfach da. Frag mich nicht. Man sollte nicht mehr so schreiben, das sieht so schrecklich aus. Ich habe das Gefühl, dass ich jedes Wort nicht korrekt geschrieben habe. Ja, Blockbuster, genau das ist es. Genauso geht es mir auch. Eigentlich müsste ich viel mehr immer mal schreiben, zwischendrin. Normal schreiben. Aber das Problem ist, ich frage mich dann immer, wofür? Und was soll ich schreiben? Keine Ahnung. Giloni, dankeschön für dein, ebenfalls an dich, dankeschön für dein Geschenksab. Vielen, vielen Dank. So, jetzt wollte ich die Sachen noch ins Inventar packen, verdammt. Damit wir gleich auf der anderen Insel, damit wir genug sammeln können. Bam, 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 bam. Ich schreibe viele Notizen, die ich für Spiele brauche, vielleicht handschriftlich, vielleicht wäre das was. Ja, eigentlich müsste ich meine GameCube-Liste per Hand machen. Das wäre eigentlich das Sinnvollste, weil... Ja. Remanda, Last of Us werde ich auf jeden Fall nicht streamen. Zumindest, ich werde es nicht im Moment streamen, ne? Und momentan auch noch nicht Let's Playen, aber es wird auf jeden Fall kommen. Ich weiß nur noch nicht, wann. Also das werde ich,
relativ weit aus dem Release-Circle rausmachen wahrscheinlich. Vielleicht sogar erst, wenn die PS5 draußen ist und es da irgendwie als Remastered oder so kommt. Ja. Es gibt ja genug Leute, die es momentan spielen. Erweiter doch deine Taschen, bevor du fliegst. Können wir noch nicht, leider. Wir können noch nicht Tasche verbessern. Geht noch nicht. Jump! So. Ich hol mal das. Ich hol mal das hier raus. Schüttel, schüttel, schüttel!